Une avant. Dynamo.
Erzgebirge Aue um Trainer Pavel Dutsche. 15.000 Zuschauer. Natürlich gab es auch eine dicke Choreografie im Erzgebirgsstadion und eine große Reisegruppe aus Dresden. 2.000 Dynamo-Fans mit am Start. Das Prestige-Duell 18 Minuten alt. Dann zum ersten Mal Torgefahr. Aues Dannhoff in den Lauf von Bea Broll mit der Parade. Aber die Fahne des Schiedsrichterassistenten noch oben. Allerdings hatte da Christoph Wünsch nicht genau hingeschaut. War deutlich kein Abseits. Aue begann druckvoll. Dynamo brauchte so gut 20 Minuten, um irgendwie reinzufinden in dieses Fußballspiel. Dann Paul Will auf Park. Klasse Hereingabe. Der Kopfball von Kutschke direkt auf Mendel. Aber auch hier die Fahne oben und auch hier die Entscheidung eher nicht richtig. Gleiche Höhe beim Anspiel auf Park. Das Derby nahm langsam Fahrt auf und Aue die aggressivere, bissigere Mannschaft. 37 Minuten absolviert. Kilian Jakob, der Linksverteidiger, gegen Kammerknecht. Nicht vom Ball zu trennen, immer noch Kilian Jakob. Kluger Ball in den Rücken und da stand Marcel Bär. Und dann macht es Rums, das Derby war eröffnet. Aue legte vor durch den Top-Torjäger. Super, aber natürlich auch die Vorarbeit. Der wollte diesen Zweikampf gegen Kammerknecht unbedingt gewinnen, der Linksverteidiger Jakob. Und dann stand er da, der Marcel Bär, wo er halt steht, als Topstürmer. So ein bisschen im Fallen unters Dach. Broll chancenlos, Bünning zu spät. Und jetzt war richtig Würze drin. Dresden suchte noch vor der Pause eine Antwort. Über Lemmer. Wenig zu sehen sonst von ihm auf seiner rechten Seite. Aber die Flanke war gut. Aber Kutschke, der Kapitän, scheiterte nicht an Mendel, sondern an Barilla, der den Ball vor der Linie wegkratzte. Kurz vor der Pause nochmal Dynamo. Freistoß, Hauptmann. Und wieder wird's gefährlich. Kutschke auf Will. Und der mit der Riesenchance in Minute 44. Sein Kopfball aus 4 Metern, aber direkt auf die Pranke von Mendel. Der reagierte stark, aber eigentlich hätte das kurz vor der Halbzeitpause der Ausgleich für Dresden sein müssen. So herrschte er Unzufriedenheit bei Markus Anfang. Er konnte auch nicht wirklich zufrieden sein. Seiner Mannschaft fehlte irgendwie Esprit. Zweiter Durchgang. Dresden erhöhte die Schlagzahl, kam aber nur selten richtig gefährlich vor die Kiste. Dann mal Zimmerschied auf Park und der Südkoreaner donnerte den Ball an den Pfosten. 65 Minuten absolviert. Wenn es gefährlich wurde bei Schwarz-Gelb, dann fast ausschließlich über die linke Seite mit Zimmerschied und Park. Dann Eckball, Dynamo. Wir sind schon in der Schlussphase und dieser Eckstoß flog Dresden um die Ohren. Tastschi. Auf den eingewechselten Seitz, der mit ganz viel Tempo und mit super Ball auf Rechtsverteidiger Dannhoff. Die Annahme perfekt, der Abschluss auch, 2-0 Aue. Eine gute Viertelstunde vor dem Ende. Ein blitzsauberer Konter, perfekt abgeschlossen, Dresden brutal und super gut ausgekontert. Tastschi auf Seitz und der mit einem echt schwierigen Ball. Aber den spielte er perfekt in den Lauf von Dannhoff. Ein richtiges Prachttor. Die letzten drei Derbys konnte Dynamo für sich entscheiden. Jetzt drohte im Schacht eine Niederlage, aber noch war nicht Feierabend. Gut 10 Minuten noch auf der Uhr. Aue bis hierhin defensiv richtig stark mit ganz viel Laufbereitschaft und Willen. Dann aber Majacak nicht gut gegen den eingewechselten Meissner. Und der Joker machte es wieder spannend. Meissner kam für Kutschke und traf schon wie bei der Niederlage in Ingolstadt zum Anschlusstreffer. Dresden schnupperte nochmal am Punktgewinn. Es wurde eine richtig heiße Schlussphase. Aue verteidigte konsequent und über weite Strecken richtig gut. Aber Dynamo bekam sie noch. Die Abschlüsse der eingewechselte Cueto vorbei an Dannhoff, aber auch über die Kiste. Es war der letzte gefährliche Abschluss des Spiels in Minute 88. Pavel Dotschew und seine Mannschaft bejubelte einen 2-1-Derby-Sieg gegen Dynamo.